Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind auf Route 14 und machen einen Kampf nach dem anderen. Wir kämpfen uns nach Fuxania City durch, um den fünften Orden zu holen, und die Brigitte möchte uns jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Und mit Aquana hat sie das definitiv getan. Oder? Ich meine jetzt einfach mal Megasauger. Ich muss nachher einen Äther benutzen, aber... Nee, ich verwechsel es jedes Mal. Ich denke, jedes Mal Wasser ist effektiv gegen Pflanzen-Pokémon, aber es ist umgekehrt. Ich raff das einfach nicht. Ich bin zu blöd für sowas, aber ja. Holy fucking shit! Was war das? Alles klar. Aurora-Strahl hat wehgetan. Und ein Volltreffer. Hättest du das nicht mega sauger machen können? Blödes Bisaflor. Es kommt sicher Flamara oder Blitz. Ah, okay, Dodri. Ich nehme jetzt mal Pikachu. Vielleicht überlebt es ja. Ah, Dodri ist gar kein Flug-Pokémon. Fuck my life. Okay. Könnte tricky werden. Level 39. Pikachu soll es einfach überleben, dann gibt es ein Level Up. Bitte. Ah doch, das ist doch ein Flug-Pokémon. Hä? Wusste ich nicht, ich dachte, das ist ein Normal-Pokémon. Na gut. Gibt's halt ein Level Up für Pikachu. Entschuldigung. Der kam jetzt unerwartet. Der kam wirklich unerwartet. Naja. Yes, Glurak Level 43. Schlitzer will sie lernen. Ist das eine gute Idee? Also normaler... hohe Volltrefferquote. Nee. Braucht's nicht. Braucht's nicht. Höchstens noch ein Feuer-Odem kann. Ich glaube, so heißt die Attacke kann. Zandama. Och, was ist schon wieder gut gegen Zandama? Steht's aber. Ich nehme Bulnona. Komm. Machen wir einen Eisstrahl. Vielleicht nützt das ja was. Vielleicht frieren wir sie ein. Dann ist auch gut. Bin ja aufzufrieden. Du bist so ein edles Pokémon, Bulnona. Du bist so ein edles Pokémon. Ja, wusste ich's doch, dass das was nützt. Da hatte ich noch was in meiner Erinnerung. Peng! Nee, komm schon, mach doch das. Evoli erreicht Level 45, daher. Das heißt, wir können den Safronias City in die Arena. 5 Hyperbälle. Thank you very much. Sodele, brauche ich Tränke? Ich gebe auch mal Pikachu einen normalen. Und den Äther mache ich jetzt mal auf Bisaflor. Oder, ja komm, nee. Den, oder bin ich noch weit weg von Fuxania City? Schon noch ein ordentlicher Weg. Ah, komm, ich benutze den Äther. Scheißegal. Ja, Megasauger natürlich. Was denkst du denn? Rasierblatt auffüllen. Sehe ich so dumm aus? Ja, gut. Ja. Ja, sehe ich. Ich sehe so dumm aus. Du findest 3 Hyperbälle. Bin gespannt, ob ich im Let's Play ohne eine Fangserie ein Shiny Pokémon finde. Wird mich sehr, sehr interessieren. Trainer-Coach. Komm, gegen dich kämpfen wir. Alle Trainer, die du hier siehst, sind total stark. Wo ich das weiß,
weil ich sie persönlich zu dem gemacht habe, was sie sind. Du willst auch stärker werden? Das sehe ich. Wie wäre es dann mit einem Kampf gegen mich? Mach dich bereit. Setze dann Feuer-Pokémon oder so. Kommt dann Flamara. Trainer-Coach Vanessa. Meine Freundin heißt Vanessa. Mashok. Level 40. Komm, wir machen jetzt nochmal einen Megasauger. Oh, macht Half-Life. Das ist okay. Geht in Ordnung. Feuer. Hä? Wieso kannst du Feuerschlag? Hä? Wir sind. Oh, und es hat überlebt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mach keinen Scheiß. Ach du heilige Scheiße. Ja. Ja, das Rasierblatt reicht dafür jetzt. Eieieiei. Wieso kann ein fucking Mashok Feuerschlag? Wieso? Ergibt der keinen Sinn? Magma. Ah, jetzt. Jetzt kriegst du eins auf die Fresse, meine Liebe. Jetzt kommt Turtok. Und wenn dieses Magma eine Blitzattacke kann, ja, dann höre ich auf. Wenn jetzt ein Donner kommt, hänge ich das Let's Play an den Nagel. Dann ist fertig. Dann ergibt es keinen Sinn mehr. Effektiv nicht. So, Siedewasser, komm. Feuerschlag, ja. Macht trotzdem 20 Damage. Ist einiges. Das ist sehr effektiv. Dann machen wir als nächstes einen Drachenpuls. Oh Gott. So, Dele. Also. Ich meine, ich habe jetzt zwar ohne Probleme gewonnen, aber jetzt habe ich dich auch zu dem gemacht, was du bist. Ja, genau. Was gibst du mir für eine TM? In dir lodert großes Potenzial. Feuerschlag. Yeah, das ist doch mal gut. Ah, darum kann ja scheiß Mashok Feuerschlag. Wenn du Glück hast, erleidet der Gegner durch sie Verbrennungen. Ja, das bringen wir direkt mal Glurak bei. Aber zuerst brauche ich Supertränke. Einmal für Bisaflor. Einmal für Turtok. So, hier, TM-Box. Feuerschlag. Ja, das heißt, hätte mich auch gewundert, wenn es Bisaflor lernen könnte. Was ersetzen wir? Drachenwut oder Drachenpuls? Macht nur 40 Schaden und das hat... Machen wir die Drachenwut weg. Ein kleinen Feuerschlag. Macht sowieso immer nur 40 Damage. Von daher ist es gut, machen wir jetzt einen Feuerschlag hin und nehmen Glurak direkt mal an die Spitze, weil das ist noch fast unversehrt. So, Dele. Oh, ein riesiges Blutzug. Hey, nicht weglaufen. Du kommst in mein Team. Aber hör auf, so Faxen zu machen. Hör auf mit den Faxen, mein Freund. Ich hasse es. Yeah, geht doch. Es geht doch. Blutzug wurde gefangen. Ja, es gibt so gut wie keine EP. Geil. Oh no! Nein! Kenny! Oh, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Ich wollte schon sagen, geh nicht weg, Omot. Das haben wir ja noch gar nicht im Team. Von wo kommst du denn plötzlich? Hey, aber ihr habt doch getroffen. Bitte.
Oh. Komm schon. Yes, komm. Omot, bitte. Einfach nicht fliehen, okay? Einfach nicht fliehen. Alter. Null. Perfekter Schuss. Der muss jetzt belohnt werden. Alter. Ich schieße jetzt halt einfach. Es kommt ja eh nicht drauf an, ob man den scheiß Kreis trifft oder nicht. Seht ihr? Das war der schlechteste Schuss von allen. Und das Kack-Omot bleibt im Ball drin. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ist egal. Es ist egal. Berührt man die staubartigen Schuppen auf seinen Flügeln, heften diese sich hartnäckig am Körper an und sondern darüber hinaus Gift ab. Schön, jetzt haben wir wieder ein neues Pokémon. Und ein Hypertrank. Da freuen wir uns. Ein Taubsi. Hier war noch ein Punk. Sogar zwei. Die besiegen wir noch in dem Part und dann ist dann auch schon wieder genug für heute. Ein Arbok. Komm schon, Glurak. Ich weiß, du bist ein Badass. Mach einen Flügelschlag. Dunkelnebel. Na gut, da passiert gar nichts. Ich weiß gar nicht, was das heißt, also was das macht, wenn die Statusveränderungen aufgehoben werden. Kein Plan. Aber Arbok ist K.O., ohne mich getroffen zu haben. Ein Arbok habe ich auch noch nicht. Das fehlt mir noch. Das kann doch nicht wahr sein. Ja doch. So, das ist der nächste Punk. Komm nur her. Hey Früchtchen, Zeit für einen Kampf. Ich habe mir ein paar Pokémon von den Losern hier zusammengeklaut. Ja, darauf würde ich jetzt nicht unbedingt stolz sein, ne? Lieber Manni. Razaf. Razaf ist stark. So, machen wir nochmal Flügelschlag. Wusste ich's doch. Ich hab mir gedacht, dass. Also, ich meine, ich war mir nicht zu 100% sicher, dass es sehr effektiv sein wird. Aber ich hatte eine Vermutung. Slimog. Hör mir auf mit diesem Pokémon, da habe ich genug im. Habe ich genug gesehen im scheiß Hauptquartier von Team Rocket. Oh Gott, einfach nicht vergiften. Oh, Feuerschlag. Oh, da ist nicht so viel Damage gemacht, aber. Oh Gott, was machst du? Verteidigung steigt stark. Was ist er machen? Drachenpuls. Yes! Let's go! Turtok sollte auch bald ein Level-Up wieder haben. Ich pack's nicht. Also wir 14 Minuten. Ja, kommen wir mal noch 2-3 Minuten. Vielleicht finden wir noch ein cooles Pokémon. Na gut, und Trigaria habe ich schon. Wir kämpfen noch gegen die Lady hier. Dann ist aber endgültig genug. Weißt du, ich lebe ganz allein daheim. Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu trainieren. Ja. Warum nicht, ne? Ist ja auch ein cooles Hobby. Pokémon trainieren. Mache ich auch gerne. Fukano. Ich glaube, das kann man gar nicht finden in der Evoli-Version. So, machen wir Flügelschlag. Oh, das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Das geht noch. Das akzeptieren wir. So, dann ist das Fukano jetzt schon mal weg.
Komm, ich wechsle zu Turtok. Vielleicht kriegst du ja noch ein Level-Up in diesem Part. Hoffen was. Dann wäre es, glaube ich, 45, oder? Ja. Ja, das packt's schon. Das passt. Sag mal, sieht er was und dann ist die Sache gegessen. Achso, es kommt jetzt irgendwas anderes. Ach, come on. Noch ein Vulcano, okay. Sicher spannend, dreimal Vulcano zu trainieren. Stelle ich mir jetzt zwar nicht so spannend vor, aber... Und wen interessiert schon meine Meinung? Turtok erreicht Level 45. Schön. Sodele. Für mich geht es bei den Pokémon nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ja, darum machst du Pokémon-Kämpfe. Weil es dir scheißegal ist. Genau. Route 15, Fuchsania City. So, also das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Oh, ich muss Pause drücken. Ich will nicht das Ultricaria. Na, geh weg. So, also. Tschüss.